aufdrehen und niederdrücken. Verdammt, wo ist denn jetzt die Schnauze hin? Schmelzen und wiederkehren. Bin ich jetzt zu dumm, um die Schnauze zu finden? Ah. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte... Naja. Schön zu sehen. Und da ist eine Erinnerung. Mal gucken, was die uns sagt. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Und was ist jetzt genau Jahre her? Eine gute Frage. Oh. Und scheinbar fahren wir genau auf zwei Rädern in den Schmelztiegel. Wenn ich das richtig sehe. Ein Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechter Arbeiter ist Sklaven und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ja, hier geht's nicht hin. Das ist klar. Die Frage ist... Wo geht es sonst hin? Da oben. Nein! Wieso nur? Wieso nur? Wieso nur? Wieso nur? Dummheit muss gehörig wehtun. So. Gibt es hier vielleicht... Ah! Was sieht man denn da? Und jetzt ist es... Oh. Klar. Wo man hin muss. Ein neuer Anführer. Willkommen in der Industrie. Willkommen in Industrieeffizienz. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier abgeht. Und, tut mir leid, aber ich weiß auch noch nicht mal genau, was der Hutmacher ist. Also ich... Ah. Wow! Okay. Nein, nein, nein! Na, komm!
Der hat mich voll erwischt. Der hat mich auch voll erwischt. Der aber nicht. Na? Da bist du hinüber. Und ich sehe da hinten. Gibt es eine Erinnerung? Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Okay, und da hinten gibt es noch eine Erinnerung. Scheinbar hat das irgend. Also dieser Flammen. Ja. Da gab es nur eine Flasche. Scheinbar hat diese Bibliothek auch einen Gasanschluss mitgesessen, der dann ungewollt, naja, hochgegangen ist. Oh, und da oben sind zwei riesige Töpfe. Ich weiß nicht, ob ich denen begegnen will. Naja, egal. Ich muss jetzt irgendwie auf jeden Fall da hoch. Passiert irgendwas dabei? Nein. Gut. Was haben wir denn hier noch so? Hier haben wir einen Kessel. Was kann man denn mit dem Kessel machen? Mit dem Kessel macht man wahrscheinlich gar nichts. So. Da können wir auch nichts machen. Werden wir vielleicht hier. Es ist jetzt ganz. Oh, das war ein Leck. Schade, das war ein großes Leck. Leck. Gelecke. Oh. Ho, ho. Mal sehen, was wir hier haben. Ah, ein Side-Event. Ich liebe Side-Events. Ich mag es überhaupt nicht, unter Druck zu stehen. So. Also, wir müssen raus. Zack, zack, zack. Und hopp, hopp. Nein. Wir müssen tatsächlich warten, bis der unten ist. Schade. Und. Oh, nee. Es ist ja natürlich weggegangen. Als ich da war. Als ich da war. Boah, dafür müsst ihr büßen, ne? Ihr seid sowas von böse. Ihr seid. Also, der geht hoch und dann macht er zack. Genau. Das bedeutet, jetzt muss ich drauf und jetzt nach oben. Schön, dann haben wir hier wieder ein paar Kisten. Aua! Schön viel Blut. Es tat weh. Was sagst du mir denn, Katze? Hm? Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Aha. Boah. Diese Arbeiterscheiße geht mir auf den Säckel. Aua! Nein! Falsch! Na? So. Wo müssen wir hin? Wir müssen das Metall kühlen. Gut.
Frage ist... Okay, da müssen wir rüber. Jo. Jo, das haben wir gut hinbekommen. Jetzt weiter. Da ist unser Ventil. Na? Stört mich im Moment noch nicht, aber... Au! Das war wohl etwas heiß.